Hallo Freunde der Sonne, hier sind wir wieder mit einer spannenden Folge von Menge der Vielfachen. Um was soll es heute gehen? Und zwar werden wir uns heute das Thema Menge der Vielfachen anschauen. Und das Ganze ist eine relativ einfache Sache. Im Grunde kennt ihr diese Begriffe vielleicht schon. Ihr kennt zum Beispiel den Begriff Zweierreihe oder Dreierreihe. Das sind dann einfach 2, 4, 6 und so weiter. Das wäre sozusagen die Zweierreihe. Die Fünferreihe ist 5, 10, 15, 20 und so weiter. Und das wollen wir uns jetzt anschauen für die gegebenen Beispiele. Wie immer, wenn ihr euch schon ein bisschen auskennt, wenn ihr Gefühl habt, hey, ich kapiere es langsam, pausiert gerne das Video und versucht, die bleibenden Aufgaben selber zu lösen, um dann ans Ende des Videos zu spulen, um zu sehen, ob ihr alles richtig gemacht habt. Und wenn nicht, geht ihr wieder nach vorne und schaut es euch einfach an. Also fangen wir mal einfach mal an mit der ersten. Ich habe noch den Radiergummi an. So, das ist die Menge der Vielfachen von 6. Und wie schreibt man das? Also wir fangen an mit ist gleich. Das ist eine Menge. Und jetzt machen wir hier eine geschweifte Klammer. Wichtig, wenn ihr die geschweifte Klammer macht, die geht sozusagen oben in der Ecke runter. Dann geht es genau entlang der Linie runter und dann unten genau gleich wie oben versuchen. Okay, jetzt fangen wir an. Die Menge der Vielfachen fängt immer mit der Zahl selber an. Und jetzt nehmen wir die Zahl plus sich selber, dann bekommen wir 12. Und ich muss hier Semikolons machen. So, das heißt also, wenn ich von hier bis hier hingehen will, muss ich plus 6 machen. Und dann geht das Ganze weiter, plus 6 und dann wären wir bei der 18. Ihr könnt es euch auch mit dem 1x1 vorstellen. Also das ist 1x6, 2x6 und hier kommt 3x6. Aber mit dem Plus kann man das auch relativ gemütlich machen. Das heißt, es geht weiter mit der 24. Und wenn wir bei der 24 sind und nochmal 6 dazu zählen, dann kommen wir zur 30. Dann kommt 36, was 6x6 ist. Und dann sagen wir einfach mal, wir machen jetzt hier Pünktchen hier rein. Meistens reicht es, 5 bis 6 Glieder in dieser Kette darzustellen, dass man weiß, okay, ihr habt es verstanden. Jetzt gehen wir weiter zur B. Und zwar wollen wir jetzt die Vielfachen von 10 kennenlernen. Und zwar, das habe ich nicht ganz sauber geschrieben. Ich habe jetzt nur einfach V geschrieben, aber V und die Klammern sagen dann von und jetzt machen wir 10. Oder Vielfachen für die Zahl 10, so kann man das auch lesen. Jetzt machen wir wieder die geschweifte Klammer, so schön wie ihr es könnt. Und dann fangen wir an mit der 10. Und dann, das ist sozusagen 1x10, 2x10 ist 20, 30, 40, 50 und dann geht das Spielchen so weiter. Also das ist jetzt kein großes Geheimnis. Wir gehen zur C. Jetzt kommen die Vielfache von 2 und auch hier machen wir wieder die geschweifte Klammer, die ist jetzt nicht so schön geworden. Wir fangen an mit der 2, dann kommt 2x2, das ist 4. Oder ihr könnt einfach immer plus 2 machen, dann kommt 6, 8, 10, 12 und Punkt, Punkt, Punkt. Und dann geht das Spielchen so weiter. Das allerletzte Beispiel ist ein bisschen interessanter. Und zwar, also so richtig interessant ist es auch nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht langweilig. Jetzt fängt es natürlich an mit der 1. Also wir fangen immer an mit der Zahl selber und addieren dann immer wieder die Zahl zu sich selber. Also das heißt, die Zahl, die hier in den Klammern steht. Also wir haben 1 hier und dann kommt 1 plus 1 ist 2. Dann kommt die 3, dann kommt die 4, dann kommt die 5, dann kommt die 6. Ich mache es jetzt mal extra ein bisschen weiter. 7, 8, 9, 10. Und ihr seht, ich mache das jetzt ein bisschen länger, weil es einfacher ist als vorher. Und dann bekommen wir hier eine Menge und diese Menge kennen wir sogar. Das ist die Menge der natürlichen Zahlen. Das hängt teilweise davon ab, wie ihr diese Menge definiert, aber ab und zu gehört die 0 dazu und ab und zu nicht. Meistens macht man nochmal so eine 0 hier unten drunter, um zu zeigen, dass die 0 auch dazu gehört. Aber das ist nichts anderes als die Menge der natürlichen Zahlen. Und damit hätten wir eigentlich schon auch diese Aufgabe beendet und können
uns verabschieden und ihr könnt euch hinsetzen, gemütlich was essen, falls ihr noch gutes Wetter habt, das gute Wetter genießen. Ansonsten, wenn es regnet, könnt ihr euch gemütlich hinsetzen, schöne Musik hören und euch freuen, dass ihr dieses Video auch hinter euch gebracht habt. Okay? Denkt dran, lasst ein paar Likes hinter, falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentar-Section, also die Kommentare unten unter dem Video. Und ansonsten vergesst nicht Daumen hoch und Video bzw. Kanal abonnieren, damit ich auch in Zukunft die Möglichkeit euch geben kann, dass ihr informiert werdet, wenn neue Videos von mir kommen. Okay? Macht's gut und ciao!